Yeehaw! Und hallo Leute, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin und schön, dass es jetzt mit dem vierten Teil von EDF, Earth Defense Force, Insect Armageddon weitergeht. Jo, und das ist immer noch der Jet, den wir im letzten Part gezockt haben. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Favorite-Lieblingsklasse. Zack, öffnen Battle. Was ein fetter Brocken. Er ist so genial. Übrigens, nein, er hat da kein Jetpack. Das ist bloß eine kleine Unterstützung, dass der Junge überhaupt hüpfen kann. Ja, verständlich bei so einer Waffe. Das links ist noch ein Schild, den werde ich euch dann gleich mal zeigen. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir ein Assault Rifle. Eigentlich eine, ja, riesen abgefuckte Kanone, sorry. Aber muss man so sagen. Und hier zeige ich euch jetzt mal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und zwar geht's hier immer bis Tier 7. Jede Waffenklasse geht bei jedem bis Tier 7. Außer eine, und zwar die, für die diese Klasse speziell ausgebildet ist. Beim Battle ist das der Granatenwerfer. Da geht's bis Tier 5, 6, 7 und hier Tier 8. Wird nochmal für jede Klasse eine einzige Waffe freigeschalten, wenn man Tier 8 wird. Und das ist die Pesticide Rifle. Hier Pesticide Mortar. So, den rüsten wir mal aus. Wenn man sich die Werte anguckt, es ist schon mal ziemlich krank. Okay. Und dann würde ich mal sagen, starten wir das Schlachtfest. Ready to rumble. So. Man sieht, der Junge ist ziemlich fett, ziemlich lahmarschig. Kann aber auch so ein bisschen sporten, rennen. So, dann zeigen wir euch nochmal. Zusätzlich hat er dann hier ein Schild, was er nehmen kann. Kann auch ab einem bestimmten Level darf er dann auch das Schild noch unter Strom setzen, wie man hier sieht. Ich spurte mal zu den Gegnern, um es mal ein bisschen zu demonstrieren. Hey, komm her, du Lump. Au! So macht man das doch nicht. So, sieht man, Schild, mir passiert recht wenig oder gar nichts. Dafür sinkt die Energie an der rechten Seite. So, warum was? Oh, da kommt schon ein Hector. Lass doch mal die Jungs in Ruhe. Ich will mal mein Schild zeigen. Au. Okay, das war jetzt der Hector. Okay, rennen wir halt mal mit Schild rein. Danke sehr. Und dann setzen wir mal das Schild unter Strom und sehen, wie die Gegner hier so ein bisschen weggepritzelt werden, wenn wir es mal sehen könnten. Aua. Na, komm her. Pritzel, pritzel. Sauber. Ich find's schön. So, au. So, dann hat er mit dem Schild noch ein kleines Special drauf. Er kann es absorbieren und komplett abgeben mit einem Schlag. Was wir jetzt mal machen werden. Komm mal her. So, das ist nämlich schön. Da kommt Freude auf. Booyah! Und alles, was um ihn rum ist, ist erstmal ein bisschen Schrott. So, dann haben wir hier meine schöne kleine Minigun. Mit der wir ordentlich was wegsiegen können. Halt auch den größten Munitionsvorrat in der Waffe drin. Ah, komm her. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ups. Er kann auch beim Feuern das Schild rausholen. Darum ist er perfekt, um einfach mal vorzustürmen. Rein da in die Bagage. Das interessiert hier gar nicht mehr. Die Ticks kann er auch abschütteln, indem er einfach Strom aufs Schild legt. Dann verrecken sie, bevor sie bei ihm sind. Kostet dann natürlich ein bisschen mehr Energie, aber kann er verkraften. So, wieder Leben aufheben. Au. Und hier sehe ich gerade, haben wir das da mit den Atomzeichen. Das ist eine Waffe. Wenn man eine Waffe aufhebt, heißt es nicht unbedingt, dass es eine neue ist. Das ist halt eine große, große Sammelfreude. Ist wie bei einem Sammelkartenspiel. Nicht jedes Mal, wenn man ein neues Deck kauft, sind unbedingt neue Karten dabei. Aber nicht alle sind neu, sagen wir so. So, mal gucken. Zeigen wir euch nochmal kurz was anderes. Best Side Rifle kann ich hier noch nicht ganz so gut einsetzen, aber ein Mech haben wir hier noch. Oh, mit einer kleinen süßen Minigun, die feuert, und einem Raketenwerfer. Das drollig, ganz süß. Kann man ruhig mal einsetzen. Warum nicht? Meine Güte. Die Brücke nervt mich hier gerade. Danke sehr. Weg da. Scheiß Staub. So.
Okay, ich habe hier zwar einen Mech, doch der Hector ist immer noch größer als ich. Und schon sind unsere Leute auch im Mech drin und unterstützen uns. So, und der Hector ist auch wieder tot. Hat diesmal keine Waffe fallen lassen, muss ja auch nicht immer sein. So, gehe ich mal raus und versuche mal, hier ein bisschen rauszukommen aus der ganzen Muschi-Pupu-Kacke. Guck mal, ob die Gegner ein bisschen bei meinen Leuten bleiben, damit ich endlich mal meine Pesticide-Rifle zeigen kann. Es bringt nämlich herzlich wenig, wenn die so weit, so nah an mir dran sind. Ach, nee, wird gerade nichts. Die kommen alle hinterher. Egal. Machen wir erstmal den Tommy kaputt. Ja, danke schön. Oh, und wehe, du spuckst mich an, während ich hier eine Bombe lege. Seine Nachteile sind, wie man es natürlich sieht, lahmarschig. Hier, wenn man sieht, er hüpft. Dafür zündet dann das Jetpack, damit er überhaupt hüpfen kann. Ich find's so geil. Komm her, zack. Jungs, da ist eine Wand zwischen. Da braucht ihr nicht drauf schießen. Oh ja. So. Dann geht's jetzt hier. Oh Gott, wo geht's weiter? Oh, wow, wow. Okay, dann habe ich ja vielleicht doch nochmal eine Chance. Oh Gott, ich drehe mich hier gerade wie diesen Brummkreisel. Da komm, renn weiter, renn weiter. Oh, da hinten ist ein Hektar. Oh, süß. So, habe ich jetzt eine Chance, meine Pesticide Rifle mal auszupacken. Wow! Da kam ein Insekt vorbeigeflogen und dann noch. Ah, oh, ein Schuss von vorne und reicht's, reicht's, reicht's. Ich probiere es einfach mal. Pesticide Rifle. Pesticide Mova, besser gesagt. Raus damit! Sie fliegt. Sie landet. Und Booyah! Oh fuck, ich sehe nichts mehr. Und alles ist kaputt und im Arsch. Und sie lädt immer noch nach und meine Leute sind auch tot. Scheißegal, ich kann sie wiederbeleben. Und nochmal, weil es so schön war. Ich gehe mal lieber in Deckung. Hallo, wer da? Ich finde das so geil. Hier sieht man es natürlich nicht, die kompletten Ausmaße dieser Explosion, der Vernichtung, weil hier bloß ein schmaler Gang zu sehen ist. Ich werde den Battle weiter benutzen, auch den Pestside-Morpher mitnehmen und zeige euch dann nachher mal im freien Feld, wie das so aussehen kann. Jetzt werden die erst in meinem Nahkampf ein bisschen niedergeprätzelt. Kommt her, ihr Schweine. Da, ja! Come on, John J. Rambo. Na. Und ich sehe gerade auf der Map, dass da vorne noch eine Waffe fallen gelassen wurde. Mir ist zwar bewusst, dass ich hier keine neue finden werde. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ich versuch's trotzdem immer wieder. Verzeihung. So. You're going to have to plant a charge to open it back up. Schön, wie er hier durch die Wallerei stampft. So, und Hüpferchen. So, na komm. Trau dich! So, okay. So, wieder mal ein Bömmchen legen. Wegrennen. Jungs, da macht's gleich Bumm. Narf. Trottel. Okay, reinige den Tunnel, hier unten Pesticide Rifle einzusetzen, ist eine scheiß Idee. Darum lasse ich es auch. Obwohl, nur immer für scheiß Ideen zu haben. Warum nicht? Ich probiere es einfach. Oh Gott, das wird mein Tod sein. Das wird mein Tod sein. Das ist mein Tod. Jai, Schild rein. Jai. Okay, geht doch. Und das Geile ist bei der Pesticide Rifle, man muss keine Sprengsätze mehr an den Ding an ihr legen. Oh, den hat es nicht erwischt. Warum nicht? Igittigit. Man muss keine Sprengsätze mehr an den Ameisenhügeln legen. Die werden einfach so weggerotzt. Pesticide Rifle gilt als Sprengsatz. Hoppala. Na, wo bist du hin? Oh, kann man den mal nachladen. Oh Gott, oh Gott. Ey, lass die Decke heil. Meine Güte. So, komm her. Wo bist du? Da ist er. Und ich muss ehrlich sagen, das sind hier die Ameisen, sind die kleinsten Gegner, die es hier gibt. Und die harmlosesten. Auch wenn sie in großen Gruppen auftreten. Trotzdem. Oh, da krabbelt jemand über uns. Oh Gott, ich höre ihn sogar. Oh nö, das mag ich nicht.
So, hoch da. Und da sehen wir auf der Map schon wieder. Es kreucht und fleucht. Ach, halt's Maul! Oh, geil. Wenn sowas dann als Tierachter auf normalen Schwierigkeitsgrad macht, ja. Dann sieht man da nichts mehr von Gegnern. Komm, komm, komm. Pfui, mach 100 Platz. So. Da hinten irgendwo eine Wand. Da ist eine Wand. Okay. Hier gibt es auch Levelbegrenzungen. Die sieht man dann, erkennt man durch diese grünen Wände. Wenn man drauf schießt, sieht man so eine, so eine Welle, die davon abgeht, von dem Schuss. Ich gehe mal kurz hin. Ne? Grün, rot, 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 rot. Also, wenn man rangeht, also rot. Ja. So, ist so ein Eindämmungsfeld. Dass die Gegner halt nicht weiter wegkommen. So, mal gucken, wie es hier draußen wirkt. Oh ja! Puh! Ja, Armageddon! Oh, das macht Spaß. 150 Meter Sprengradius. Da kommt doch schon mal Laune auf. So. Ach, warum nicht? Wir können's. Wir dürfen's. Wir machen's einfach. Okay, das war out of map. Da geht leider nichts kaputt zu machen. Aber da sind wir wieder in der Map. So, komm. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen da unten. Und warum müssen wir da unten hin? Nee, da hinten. Da, Sammelpunkt. Da! Ja. Ja, da sind wir von vorbeigehüpft dran. Stimmt. Dammit. Au, Trottel. So macht man das. Wenn schon, denn schon. Fangt. Oh. Ticket. So, okay. Ah, hör doch auf. Macht doch keinen Schweinkram hier, Jungs. Oh, ist auch immer ganz ratsam. Jetzt muss ich schon wieder nachladen. Auch immer ganz ratsam. Beim Feuern einfach Schild hoch, dann passiert euch nichts. Oder wesentlich weniger. Auch hier. Ach, du kannst ihn wieder beleben. Kein Bock. Da runter zu latschen extra. Bin zu langsam. So, komm her. Mit dem Pesticide Mortar und Pesticide Rifle sollte man allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein. Man kann seine Verbündeten ziemlich schnell killen. Hoppala, sich auch. Selbst, wenn man im Sprengradius ist. Und da macht's bumm und man sieht die Gegner auf der Map einfach nur noch wegploppen. Na, pfui. Na. Oh Gott, da ist schon wieder ein Dropship. Komm her. Au. Oh, Igitt. Und die hasse ich immer. Riesen, Wessen, Hornissen, was auch immer, sie sind zum Kotzen. Verreck, dummes Vieh. Verreck, die Bitch, die. Jehe, geht doch. Wenn man genau hinhört, hört man dieses Brummen von ihren Flügeln. Falls man das durch das ganze Knalle und Gebänge hier hört. Die Gangbänge. Nein, das war böse Furcht. Ups. Und meine ganze Klamotte ist voll mit Ameisenrotz. Scheiße. Hör auf, hier rum zu brummen. Mistvieh. So, wiederbelebt. Und den nächsten. Wiederbelebt. Geht doch. So, da haben wir wieder eine Knarre. Die dürften wir auch schon haben, oder? Yep. Verpiss dich! Geh doch. Au. Und man hört auch das Dropship so, ja, wie so ein Alarm fast.
wenn er wieder dabei ist, Gegner abzuwerfen. Schlachtruf. Ah, komm her. Ah, nicht kriege ich. Geht auch. Oh! Oh, umgerammt, die Drecks. Scheißspinnen. Also hier werden auch alle möglichen Phobien vertreten. Falls jemand Angst vor Spinnen hat, vor Ameisen, vor keine Ahnung was, seid ihr herzlich willkommen. Auch Hornissen. Wow, balalalalala, alalalalalung. Na, pfui, gehst du wohl weg. Na, da hinten sich wieder eine Ansammlung von Gegnern. Laden wir noch Plastzeit morgen auf. Wo ist er denn hin? Ah, da hinten ist er. Guck, guck. Puja! Ah, der hat nichts verlassen. Ah, wir holzen mal in Richtung Gegner! Guck, guck. Kunika! Und die Gegner ploppen weg. Ist das schön. Na, du sollst wegploppen, habe ich gesagt. Stell mich nicht als Lügner da. So. Da, da, da. Damit es auch wieder ein bisschen humaner wird, haben die Pesticide Rifles und Pesticide Mortar eine ordentliche Nachladezeit. Aber wenn man den drin lässt, abfeuert und ihn dann einfach ausgewählt lässt, ist kein Problem, weil eh die Explosion dann verzogen ist, kann man schon wieder losschießen. So, Stampfi, beweg dich mal ein bisschen. Okay, so. Ach, wir können es, warum nicht? Sind mir zu viele Häuser im Weg. Warum rumlaufen, wenn man sie einfach mal zerstören kann? Geh doch. Sie sind auch noch ein bisschen kleinere Areale. Nachher wird es noch ein bisschen weitläufiger, freier. Und da sind wir am Zielpunkt. Wo genau sollen wir hin? Ha, wir sind am Ziel. So, 342 Kills diesmal. Drei Waffen, die wir allerdings schon haben. Alles kein Problem. Tja, Leute. Hoffe, hat euch bis hierhin erstmal gefallen. Ich werde natürlich weitermachen. Falls ihr es weitersehen wollt, schaltet einfach die nächste Episode wieder ein. Ich würde mich freuen und verbleibe bis dahin mit Yeehaw und Tschüss.